Damit herzlich willkommen bei einem kleinen Test Let's Play. Und zwar spielen wir heute das Online-Browser-Spiel Playing with Fire 2 auf der spieleraffen.de Seite. Ja, und zwar ist es heute ein kleiner Test, weil ich einen besonderen Gast da habe, und zwar nämlich meine Freundin. Hallo! So, wir haben uns einfach mal so gedacht, ich glaube, wir spielen einfach mal so ein Testaufnahme-Dingster-Bumster, weil sie wird bei einem anderen Let's Play öfters vorkommen. Deswegen wollte ich sie jetzt mal in diesem Spiel vorstellen. Hey, gut, dann klicken wir jetzt auf Steuerung. Das ist die Steuerung. Hier Dropbomb ist komplett verbuggt, ist unglaublich. So, okay, dann werden wir jetzt zwei Spieler. Wollen wir einen Feind haben oder nicht? Ich würde sagen, wir nehmen zwei. Okay, zwei weitere Feinde? Ja. Gut, dann nehmen wir zwei weitere Feinde und Level ist Nummer 1. Dann nimm die Tasten in die Hand und dann geht es jetzt los. Ja, dieses Spiel wird wahrscheinlich von euch jeder kennen. Das ist das alte, berühmte, super coole Pinguin-Bomber-Spiel, wer das auch mal gespielt hat oder so. Da geht es eigentlich in dem Spiel darum, komisch, dass ich das jetzt erklären soll, es treffen hier die vier Spieler aufeinander und man legt eine Bombe und wer in die Bombe reinläuft, der stirbt. Zum Beispiel der ist jetzt auch gestorben und ja, die haben ein Leben. Da hast du recht. So, und dann gibt es hier noch verschiedene Items, die jetzt... Oh Gott! Ja, ich bin schlecht. Na, und? Ich kann das Spiel eben halt nicht. Nein, geh rein! So. Okay, wir können auch Bomben schmeißen. So, zack, einfach mal so hier rüber geschmissen. Das ist auch möglich. Eigentlich, welche Farbe bist du? Ich bin rot. Und du? Ich bin blau. Wow, cool. Gut, dann fang das! So, oder auch nicht. Oh, jetzt bin ich selber gestorben. Ich bin der größte Noob in dem Spiel, muss ich zugeben. Ja, sie ist der totale Oberpro in dem Game. Das ist, die hat sogar bei Weltmeisterschaften Tournees mitgemacht. Und was? Was weiß ich? Oh Gott, Pink! Die hat's einfach drauf, das ist unglaublich. Und jetzt renne ich extrem schnell und kann gar nicht mehr die Bomben präzise platzieren. Jetzt sind auch gleich die Items alle weg. Die Items. So, grün ist jetzt komplett tot. Komplett tot. Oh Gott. Wie ich sehe, machst du so einen fetten Strahl. Ja. Das ist ja unglaublich. Okay. Dann, ja, das ist schwierig. Und vielleicht gesagt, so nebenbei lasse ich Minecraft und Musik laufen. Ja, natürlich. Das ist ja, also wie gesagt, jetzt werdet ihr wahrscheinlich überhaupt nichts hören, weil jetzt gerade Werbung kommt. Ach, hör doch auf, wie viele Bomben machst du denn? Ach, übertreib's nicht. Nein, nein, ach, hör auf. Ach, komm, das ist doch... Ah, ich hab gewonnen. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. So, ja, 57 Sekunden haben wir durchgehalten. Gut, weiter geht's, Mann. Jetzt besiege ich dich. Nein. So. So, zack. Gut. Ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört dich. Ich hoffe es mal. Ja, nee, wenn dich so. Lauter drehen kann es ja auch nicht, weil das ist ja ein bisschen doof, weil dann übersteuere ich und dann ja, bist du extrem leise. Ja, ist ja gut, es geht ja schon laut. Bibbidi-babbidi-bu. Nein. Du bist jetzt Schuhklammer, ne? Nein, nein, nein. Oh, verdammt, jetzt habe ich ein Leben verloren. Ich werde das auf gar keinen Fall hochladen. Ja. Auf gar keinen Fall werde ich dies... Nein! Oh Gott! Nein! Ach, verdammt! Hör doch auf! Alter, hat zwei Leben schon wieder verloren. Ah. Ich hab keins. Ja, ist ja schön für dich. Renn! Hube! Alter, du bist also ein Noob. Ich bin eben halt Noob. Und Noob ist doch... Noob. Ist doch scheißegal. Okay, gut. Also, sie ist ja immer noch rot. Ja. Du hast noch ein ganzes Leben übrig, und während die anderen ein okay, nee, das ist eine Null, eine Null da stehen haben. So. So, man merkt schon, früher hast du ziemlich viel dieses Spiel gesucht. Ja. Ja, ja. Ja, ja, das merkt man. Warum? Weiß ich nicht. Weil du ja voll der Profi bist. Ist das schlimm? Nein, wieso? Weiß ich nicht. Ich kenne uns beim Gott. Alter, wie du die einfach mal so knallhart abziehst, das ist ja... Mach ich überhaupt nicht. Oh Gott. Was ist denn überhaupt deine Taktik in dem... Weiß ich nicht. Ich laufe einfach da rum und... Und legst Bomben. Ja.
Bombenleger. Aha. Ja, da kommt mir auch so gerade ein Sinn. Professioneller Bombenleger. Also professioneller Bombenleger, der nie im Leben dieses Let's Play hier sehen wird. Nein. Einen schönen Gruß an dich. Und die Bombe in meinem Zimmer habe ich entschärft. Gut. Ja. Ja. Ich muss ja zugeben, ich liebe Minecraft-Musik. Muss ich ja mal offenherzig zugeben. Und was macht denn bitte schön Lila da? Der stand bewegungslos da, hat einfach mal so aufgegeben. Ja. Wie ich sehe, kannst du nur 3 Bomben platzieren, ne? Ja. Komm schon. Die Zeit, noch 42 Sekunden und du hast, glaube ich, gewonnen. Ja, du hast schon wieder gewonnen. Nein, was? Ja, ich nicht, der hat doch ein Leben. Der hat noch ein Leben und jetzt fängt... Jetzt fängt es schon an, sich dieses Spielfeld zu verkleinern. Wahrscheinlich wird jetzt gerade nur die äußere Reihe kleiner gemacht und... Nein, noch eine. Noch eine? Ja. Nein. Doch. Oh, scheiße, Tatsache, noch eine. Bis dann keiner mehr übrig ist, bis du gestorben bist oder bis der Grüne gestorben ist. Jetzt wird's interessant, meine lieben Leute da draußen. Ich setze dich. Ja, ich bin auch ein Kommentator. Ich will dich auf gar keinen Fall unter Druck setzen. Ja, nee. Dam, 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 dam. Hey, du hast gewonnen. Oh, nein, doch nicht. Alter, wie viel Leben hat er denn? Der ist doch schon dreimal verreckt. Da stand eine Null. Was? Hast du verloren? Nein, die Zeit ist um. Ach nee. Okay, da hat er Rot und Grün gewonnen. Yeah! Gut, dann geht's weiter. So, ich glaube, du machst immer das Stable Level, aber okay. Ja? Ja. Cool. Finde ich persönlich auch souverän. Ich will in diesem Spiel eigentlich auch nicht viel mehr zeigen oder so. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein. So. Ah, hier können wir auch noch die Bomben mit Füßen treten. So, zum Beispiel, wenn das kaputt gegangen ist, kann ich ja hier so und zack und dann geht's da und BAM! Ja, habt ihr mal gesehen hier? So Pro-Skills, heißt das, so zack. Jetzt kommt er da angerauscht. Ja. Jawohl, ich hab dich erwischt. Ja, jetzt habe ich eine weitere Bombe bekommen. So. So, zack. Und dann erwische ich jetzt hier noch keine Lila. So, so, zack. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Da sterben wir einfach mal so zu dritt einfach mal so schön. Ach Gott. Ach, jetzt hör auf. Lila bekommt die ganzen Donnerblitz oder was ab oder wie. So, nimm das Grün. Oder auch nicht. Je nachdem. So. Komm her! Ich werde dich umbringen! Ich werde dich töten! Komm her! Ja, ja. Du bist meine Freundin. Ich muss dich töten. So, ja. Ja, na dann. Ja. So. Zack. Und zack. Und meine Bombe geht... Nein, oh, verdammt. Da, ich hab die Bombe nicht mal gesehen. Na und? Ist doch scheißegal. Mhm. Pff, trotzdem bin ich Oberpro-Skill. Ach, das ist doch nicht... Wusstest du mich... Ach, hör doch auf. Ach, Mann. Aha. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass ich da gut bin. Ja, hättest du sagen sollen, dass du gut bist. Dass ich schon wieder als erster tot bin, das gibt's doch nicht. Wir hätten ein Punktesystem aufbauen sollen. Du bist halt sollen. Ein Noob. Okay, wie wär's? Level 2 machen wir ein Punktesystem. Und zwar habe ich 20 Punkte Vorsprung mir ehrlich verdient. Ach so. Ja. Natürlich. Und genau so werden wir es machen. Mhm. Ja, und du fängst dann mit 3 Punkten an. Ach so, ja. Ja, ja. Jetzt stirb doch endlich. Grün ist hartnäckig. Ja, wenn man so leicht. Ja, scheiße, ich bin gestorben. Nein. Und Lila gewinnt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir werden dann einfach mal gucken. So, und ja, nächstes Mal werden wir ein Punktesystem einbauen, denn wir haben momentan keine Zeit und wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Also dann, tschüssi.